Ich muss noch rasch telefonieren, um dem Hotel unsere Reservation zu bestätigen. Aber du hattest das Handy ausgeschaltet im ersten Teil, oder? Na klar, wo denkst du hin? Wer hat schon sein Handy an während einer solchen Vorstellung? Das ist schön. Ja. Ach, super. Mich juckt's in den Fingern. Oh. Ich möchte so gerne ein Erinnerungsfoto an das Musical schießen. Ja, Adele, du hast doch nicht dergleichen im Sinn. Fotografieren strengstens verboten. Ach, ich meine ja nur. Schöne Motive wären das allerdings. Ja, allerdings. Entschuldigung. Das war aber interessant, Gerwald. Ja, meine Rede. Also wirklich interessant und passend zur heutigen Zeit, nicht? Ich muss mal Degenhardt fragen, was er meint zum Ganzen. Ja, schenkst du mir auch so ein bisschen rein? Degenhardt? Ja, Gerwald. Das Musical. Ich weiß nicht, irgendwie, ich muss mal fragen, weißt du etwas, wie sich das entwickelt hat? Ja. So wie ich informiert bin, hat die Regie geschichtlich nachgeforscht und es dann entsprechend anders als allgemein bekannt umgesetzt. So. So ganz nach dem Motto, so und doch anders. Sie haben auch schon eine CD zum Musical herausgegeben. Na klar, ich habe sie mir schon gekauft. Ja, immer einen Schritt voraus. Toll. Rudolf. Hast du dieses Programmheft bereits studiert? Klar doch. Ich bin maßlos enttäuscht. Ja, nur ruhig. Maßlos enttäuscht. Da steht, dass es diesen Nationalhelden, diesen Wilhelm Tell, gar nicht gegeben hat. So soll es Unglaublich sein. So etwas. So hat es ihn vielleicht nicht gegeben, aber irgendetwas muss da gelaufen sein. Gäbe es sonst die Schweiz? Hat sie auch wieder recht, oder? Solche Fragen bereiten mir Kopfschmerzen. Ach, Rudolf, das ist der Föhn. Genau. Thorsten, die Szene vorhin, als Tell und Hedwig getrennt wurden, hat mich tief bewegt. Noch heute gibt es doch so viele Menschen, die von einem solchen oder ähnlichen Schicksal betroffen sind. Männer, Söhne, die in den Krieg ziehen und ihre Familien verlassen müssen. Das ist schlimm. Stell dir vor, du müsstest weg. Ich bliebe allein und schwanger zurück. Ich habe Angst, dich zu verlassen. Sei stark und sei bereit. Wer weiß, vielleicht kehr ich nicht mehr heim. Lass die Hoffnung nicht verlieren. Des Feindes Gefolge kann nur brutal sein. Vertraue auf die Kraft. Unser Leben sind ihnen egal, sind ihnen nichts wert. Die Kraft, die von dir. Mit Angst und Zweifel will ich nicht gehen. Gib mir die Kraft, gib mir Vertrauen, dass wir uns wiedersehen. Unsere Freiheit wollen wir zurück und keinen Herrscher in dunklem Gewand. Ich bin bereit, sie zu erkämpfen für unser Volk und Land. Sie befreit uns. Lass mich nicht los, kann
Land. Einfach tonangebend, Klient ist Sparkasse Sense. Du, Gerwald, ja. Es erstaunt mich doch sehr, dass so viele Sponsoren und Gönner ein solches Projekt unterstützen, gerade heute in wirtschaftlich so schwierigen Zeiten. Das ist toll. Und gar nicht selbstverständlich. Ja. Genau. Doch, wenn ich dieses Bild sehe, mich interessiert schon, wie es weitergeht. Kann er wohl flüchten, der Tell? Ah, wie bei Goethe. Ta-ta-ta-ta. Goethe? Du meinst Schiller? Also gut. Ja, also mich stört ein bisschen, mir fehlt, dass die Baumgartens, die Fluchten von den Baumgartens hier gar nicht gezeigt wurde. Die ist doch bei Schiller so... eindrücklich, die Posaune. Ja, so genau, wurde das so gezeigt dort. Und heute doch sehr, sehr nahe und präsent. Auf jeden Fall. Wenn eines spür ich in mir ganz genau, sag es mir, kein Unrecht haben wir getan. Nein, gewiss nicht. Befreit von den Ketten dieser Macht, dieser Macht, die uns nichts Gutes wollte, außer unseren Willen brechen. Herz an Herz, was auch kommt, wir sind bereit, den Weg auch getrennt zu gehen, in der Gewissheit hinauszustehen. Am Ende siegt doch meist der gute Geist, der Wissen lenkt, in eine Zeit, in der wir uns in aller Freiheit wiedersehen. Kraft, die alles niedergeht.
einen Weg für uns durch diese Nacht, bis das Dunkel verblasst und die Sonne erwacht. Herz an Herz, weshalb kommt, wir sind bereit, um den Weg auch getrennt zu gehen, in der Gewissheit hinauszustehen. Am Ende siegt doch meist der gute Geist, der Wissen lenkt. Eine Zeit, in der wir uns in aller Freiheit Also, eines muss ich dem Gessler gestehen, oder wie immer er heißen mag, blühende Kirschbäume sind wirklich wunderschön. Ja, und die Berge erst. Er hätte halt auf die Berge raufgehen müssen, statt unten im Tal zu bleiben. Ja, genau. Wie wir im Übrigen auch, Rudolf. Stell dir vor, was für schöne Fotos man schießen könnte, wenn man zu oberst auf dem Gipfel steht. Ein neuer Tag mit neuen Gedanken. Sonnenaufgang spendet Tageslicht. Wieder das Bild vor meinen Augen. Heißes Flimmern, mir schwindet die Sicht. Erwartungen erfüllen, Druck auf unseren Schultern. Die Liebe lebt hinter dem Horizont.
Der Tell ist doch heute ein Held. Doch wann ist ein Held ein Held? Bist du ein Held, wenn du für eine besondere Sache einstehst? Wenn du etwas Außerordentliches tust? Oder wenn du an dich glaubst? Bist du ein Held, wenn du Anerkennung erntest? Oder eher Kritik oder Ablehnung in Kauf nimmst? Gegen den Strom schwimmst? Oder sogar dein Leben riskierst? Traurigkeit. Wehre mich, will sie verdrängen, soll mich nicht bezwingen. Hilflos, machtlos, kann nichts machen. Zeige mich mit einem Lachen. Freude und Heiter vorbei. Kommt, wir gehen wieder rein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja.